Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Naturmedizin. Gemäß Analysen gibt es auf dem Markt hochmineralisierte und praktisch mineralfreie Wasser. Was ist denn nun gut für unsere Gesundheit? Mineralisiert oder mineralienfrei? Über Fakten und Erfahrungen am eigenen Leibe berichtet uns gleich Erich Meidert, alias Mr. Water. Er gilt als bekannteste Wasserexperte Deutschlands. Bleiben Sie dran. Hallo Erich, herzlich Servus. Willkommen. Grüß dich. Ja, du hast Erfahrungen am eigenen Leib gemacht, da möchte ich da noch drauf eingehen. Aber zuerst noch die Frage, wir haben ja die Qual der Wahl zwischen den verschiedenen Wassern. Was gibt es da alles? Und was ist da gut für uns, was nicht? Du hast ja die Mühe gemacht und einen Mineralienreport verfasst. Ja. Weshalb? Was ist dein Anliegen mich damit? Gnadenlos nervt. Ich muss sagen, ich kann es nicht mehr hören. Es ist wirklich so, dann kriege ich neulich wieder eine Schweizer Zeitung zugeschickt von 2, 3 Kunden, die sagen, ach, da ist ein Arzt und der sagt, um Gottes Willen, das Wasser, was wir von dir haben, das schmeckt ja super, super, aber da steht drin, um Gottes Willen, das entmineralisiert, Warnung vor deiner Wasserqualität, und dann liest du wieder das leichteste Wasser Europas, und dann liest du wieder Heilwasser, weil Heilwasser suggeriert natürlich Heilung, dann ist natürlich die Werbung, ja, Leitungswasser ist doch viel besser als Mineralwasser, nicht nur wegen Kistenschleppen, sondern auch umweltmäßig und sowas, und dann liest du natürlich die Werbung, Millionen Werbung jeden Tag in den Fernsehsendern, ja, Magnesium, Calcium, Power und so. Meine Erfahrungen, ganz klar. Und der Abschluss war jetzt eigentlich der Jakobsweg, den ich jetzt mal marschiert bin. Also am letzten, da gehst du jeden Tag so 25 Kilometer. Mhm. Und ich habe da mir Wasser gekauft. Ich habe da immer mein Messgerät, aber auf jedem Wasser, nur in Deutschland nicht, aber überall steht drauf, Trockenrückstand bei 180 Grad. Und selbst wenn ich in Shanghai bin oder im Oman, dann siehst du nur arabische Zeichen und irgendwo siehst du 180 Grad. Und dann siehst du eine Zahl. Was heißt das? Der Trockenrückstand bei 180 Grad, das heißt, wenn es so dampfdestilliert ist, was ist der Trockenrückstand? Also die wertvollen Mineralien oder sowas. Und da habe ich jetzt mal, um das Gute zu nehmen, Lauretana 15, Plose 15, Black Forest, Schwarzwaldwasser, um die 20, 30. Und bei meinem Jakobsweg habe ich kein Wasser getrunken, das mehr als 30 ppm hatte. Parts per Million im Wasser gelöste leitende Stoffe. Also du hast bewusst Wasser getrunken, das wenige Mineralien enthält. Ja, das trinke ich immer, aber ich wollte natürlich wissen, wie ist es. Weil ich habe mich erinnert, okay, neulich ist der Erich in Schliersee losmarschiert, durch hinter nach Neuhaus, bin auf 1700 Meter gestiegen, das war vorbereitet auch auf den Jakobsweg, und dann bin ich zurückgegangen und am Schluss des Tages hatte ich ungefähr 900 Höhenmeter und 24 Kilometer bin ich marschiert. Das war aber schon ein schöner Schlauch. Ich bin ja 66 zwar, aber trotzdem habe ich mir gedacht, naja, für das Alter passt schon. Ich habe nichts gespürt. Ich habe gedacht, jetzt bin ich gespannt. Also Jakobsweg losmarschiert. Ja. Und dann bin ich ja zum Teil 35 Kilometer, habe ich da dokumentiert mit dem Schrittzähler. Ja, und was war? Ich habe kein Wasser getrunken, immer mehr wie, also so entmineralisiertes Wasser. Ganz wenig sogenannte Mineralien. Was ich aber immer jeden Tag genommen habe, waren 3, 4 Multivitamintabletten, aber jetzt nicht spezielle, auch keine aus der Apotheke, sondern die im Internet gibt, wo ich weiß, da gibt's richtig viel gute Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Also Multilevel-Vertriebe, es gibt wirklich viel gute. Und da habe ich meine Tabletten genommen, die nehme ich immer. Ja, und dann nur ein bisschen Zeolithkapseln, 2 von dem Professor Hecht empfohlen, also als Kapselform. So, und so bin ich losmarschiert. Das Ergebnis war, und früher als Fußballer hatte ich immer ein Problem, die nannten mich schon El Bandajo, weil ich wahnsinnig viel Zerrungen hatte, Muskelverhärtungen. Das Ergebnis war, dass ich keinerlei Verhärtungen hatte am Muskel, null, nix, zero. Dass ich diese gelaufen bin,
es ging mir einfach glänzend, dass ich am letzten Tag sogar nach der ganzen langen letzten Etappe nach Santiago de Compostela, wie gesagt, es war jetzt nicht so lang, meine Tour, eine Woche lang, aber dass ich dann am Schluss sogar noch spazieren gegangen bin abends, ich hatte einen erhöhten Hunger nach Salaten. Der Körper sagt es mir. Also ich musste immer, bevor ich gesündigt habe, mit dem Bierchen, habe ich immer noch Salat gegessen und so. Aber meine Muskeln waren besser, weicher denn je. Und ich habe es natürlich von vielen Leuten jetzt, und darum habe ich das Buch auch geschrieben, wie gesagt, ich kann es deshalb nicht mehr hören, komme ich gleich drauf, weil ich habe Freunde, einer ist davon, ist Heilpraktiker und der trinkt seit 40 Jahren dampfdestilliertes Wasser. Und bei uns heißt es, um Gottes Willen, dampfdestilliertes Wasser, da stirbst du ja. So habe ich es auch gelernt. Das habe ich auch gehört. Das ist das, was man ins Bügeleisen lernt, damit es keine Rückstände gibt. Genau, um Gottes Willen, genau. Ja? Natürlich dampfdestilliertes Wasser, aber das ist reinstes Wasser. Jetzt hat mir da mal jemand gesagt, ja Erich, vom Himmel regnet es ja dampfdestilliertes. Und in der Schule lernen wir aber, Wasser geht nach oben, verdampft und runter kommt es auch wieder. Also ist es eigentlich dampfdestilliert. Und so lebt die Natur. Also habe ich die Versuche gemacht, Wasser, das runterregnet, also schön aussehen, aus den Schäfchenwolken wohlgemerkt. Wichtig sind die Schafe, Schäfchenwolken, nicht unbedingt der, was da so ganz gerade drüber ist. Aber schöne Schäfchenwolkenregen und dann machst du halt einen Versuch mit der Kresse und der wächst und gedeiht die Kresse, die Blumen halten länger. Ja, und dieser Heilpraktiker sagt, Erich, und das ist jetzt die nette Story, die mir erzählt, mal jemand am Telefon, ein Mann mit 79 Jahren, sagt, du, ich habe mir vor 25 Jahren habe ich mir eine Osmoseanlage gekauft, im Tennisverein, und dann haben sie alle gesagt, was, du spinnst ja, ach Gott, du armer Kerl, du wirst bald sterben, und wenn du das überlebst, dann wirst du keine Energie mehr haben und keine Kraft und gar nichts. So, und heute bin ich 79 Jahre und bin der Einzige, der mit meinem Neffen noch zockt, Tennis. Und alle anderen sind da. Und dann bin ich heute auf das Thema gekommen. Also, wie gesagt, ich bin der größte Freund der Mineralien. Du wirst keinen Tag in meinem Leben erleben, wo ich keine Mineralien zu mir nehme. Aber wie kann ich sie jetzt zu mir nehmen? Über die normale, konventionelle Ernährung ist ein bisschen schwer, weil wir natürlich, also ich komme vom Bauernhof, du hast 6 Jahre lang verschiedene Fruchtfolgen gehabt. Das 7. Jahr, wie in der Bibel, war eigentlich mal ein Lehrjahr. Und heute sehe ich die Felder natürlich. Wenn ich durchgehe durch ein Maisfeld, da sehe ich, obwohl es vom Himmel nebendran am Waldrand üppig und dicht Vegetation ist, sehe ich im Maisfeld nur die Maispflanze und sonst tot. Kein Leben mehr, nichts mehr. Ich sehe es auch bei den Wiesen oder bei vielen Dingen, Gerstenfeldern, dazwischen, zwischen den Ähren ist der Tod. Da ist nichts mehr drin. Also da sind, und wir haben aktuell 1700 zugelassene Pflanzenschutzmittel, 1700. Weiß ich deshalb, weil in meinem Büro gab es einen Aufstand, wie ich das ausdrucken wollte. Was ist, nimmt er gleich der Drucker. Dann haben wir 872 zugelassene Pestizide und die letzte Ära Merkel, 10 Jahre, hat ein Plus gehabt von 40% mehr zugelassenen Pestiziden. Also kann ich irgendwo diese, und dann sind natürlich die Boden wesentlich verdichtet und verdichtet dann durch Traktoren, die sehr breit sind. Es ist kein Vorwurf an die Landwirtschaft, sondern das ist die Notwendigkeit zu überleben. So ist es nicht. Genau. Und dann natürlich die Düngemittel. Und der Düngemittel ist aber ein Stickstoff, Kalium, einseitig. Aber diese Biologie, wie du sie im Boden hast, weil die Leute sagen immer, wir verlieren unsere Nährstoffe. Ja, die Ursache ist natürlich Düngung, 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 aber einseitig, aber nicht Vielfalt und Breite. Und dann zugleich das Vernichten von Leben durch diese Schutzmittel. Also kann ich es nicht mehr herkriegen. Und darum nehme ich Vitamintabletten oder ich nehme, interessant war meine eigene Geschichte, ich habe die Inosferese gemacht in der Swiss Mountain Clinic und was kam raus? Pestizide, weil ich natürlich ein Freund bin der Mineralien, also ich mache mal Smoothies und damals natürlich in meiner Anfangszeit wie wild gekauft, reinkaut. Jetzt mache ich natürlich biologisches Pflanzen, also Äpfel, Birnen, Zwetschgen, egal was saisonal da ist. Und natürlich auch Feldsalate und sowas, Rucolas, Spinat, die aber
da kam bei meinem Blut kamen hohe Pestizidbelastungen raus. Das war schon erstaunlich. Ich habe mich ja noch gefühlt sensationell, weil natürlich viel aus meinem Körper rausgenommen wurde. Und jetzt meine persönliche Geschichte ist halt dann einfach diese Muskelkrämpfe, die dann früher da waren, die gibt es nicht mehr. Aber ich nehme bewusst Nahrungen, ich ergänze meine Nahrung mit Mitteln, wo ich weiß, das kostet mich was. Mhm. Aber natürlich war ich vor, ja, ich gehe manchmal zum Arzt wegen der Blutbilder, aber ich kann nur sagen, da passt alles. Aber aktiv krank war ich jetzt einmal mit Corona und da habe ich dieses einjährigen Beifuß genommen und dann war das nach 14 Tagen, hat wieder alles passt. Also ganz normal, also würde ich so sagen. Leider ist diese Firma jetzt mehr oder weniger geschlossen worden mit dem einjährigen Beifuß. Das ist aber nur nebenbei, ein Bleifuß. Da möchte ich noch kurz einhaken, bitte. Aus deinem Erfahrungsbericht, du hast gesagt, du hast eben diese Vitamintabletten genommen, du hast bewusst dich damit mit diesen Nahrungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln versorgt. Ja. Hast dafür auf der anderen Seite möglichst mineralienfreies Wasser genommen. Praktisch also es geht ja darum, ja, wir brauchen die Mineralien, dass das hilft und ja auch gegen Krämpfe. Aber du wolltest vermeiden, das will ich da wirklich herausstellen, dass du die Mineralien aus dem Wasser nimmst, weil da zu viele Pestizide drin sind, weil du dann noch ungewollte Substanzen zu dir nimmst. Die Menschheit, ja, aber die Menschheit, du gehst ins Geschäft, dann liest du, irgendwelche Zahlen stehen drin. Mhm. Ein Wasser gibt sogar in Oberbayern, da steht drin, amtliche Analyse 23.06.1992, steht heute im Jahr 22 nur drin, also 30 Jahre Jubiläum, ein paar Zahlen. Und was ich furchtbar finde, diese Verblödung der Menschheit mit, ja, da sind ja die wertvollen Mineralien drin. Die sind so wichtig. Ich war vor 5 Jahren bei Quarton. Ich bin nach Alicante geflogen. Da gibt's hier René Quarton Mineralien. Und der Quarton hat ein Volksbegräbnis bekommen, weil er aus dem Meer, ich habe geschaut, wo sind die Walfische? Was ist das für ein Wasser? Und dann hat er entdeckt, dass diese Mineralien in diesen Gebieten, wo die Walfische sind, da hast du alle 78 Mineralien, Spurenelemente, Aminosäure drin. Und jetzt kommt in der richtigen Dosierung und in der Wechselwirkung. Es hilft doch nichts, wenn du den ganzen Tag einseitig irgendein Mineral nimmst und auf der anderen Seite fehlt's. Es kommt ja immer auf die Symbiose drauf an, dass du Spurenelemente, Enzyme, das Leben ist ja ein Fluss, das ganze Blut fließt. Und da brauche ich Mineralien, Spurenelemente, Aminosäuren. Und da kann ich mich nicht auf 4 komische Angaben verlassen, wo der eine sagt viel, der andere sagt wenig. Ich komme gleich noch zur persönlichen Erfolgsgeschichte. Dann gibt's ja auch Wasserfilteranlagen und da geht man auch der Hut hoch, die sagen, ja, die 2000 Fremdstoffe, schups, die tun wir raus und die wertvollen Calcium, Magnesium, das bleibt drinnen. Ha, 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 wie soll das gehen? Und vor allem, wir behalten die da drinnen und das hat mich heute auch enorm genervt und darum habe ich da in meinem Büchlein auch diese ganzen Mineralienfilter, auch von Osmosevertretern, die sagen, ja, leicht mineralisiert, die habe ich aufgeschnitten und da kannst du dann Winterdienst machen. Das sind eigentlich Steine und sowas. Aber Mineralien sind Biophotonen. Das ist das Licht der Sonne und wenn so eine Zwetschge oder an Kürbis anschaust und so, 98% Wasser, aber die Kraft der Sonne, eine Zitrone, dann heißt es ja immer basisch. Hallo, eine Zitrone ist sauer, aber sie verstoffwechselt basisch. Und das steht da alles drin, über Jahre hinweg geforscht, gesammelt und in dem Büchlein ist auch drinnen, ich bin im Supermarkt, es hilft ja nichts anzuklagen, sondern wir wollen helfen. Wir wollen sagen, Junge, es ist genial, wenn ich dich am Volksfest sehe und sage, der Erich, gut hast du es, die Tipps waren gut, mir geht's sau gut. Weil dann kann ich mit ihm ein Bierchen trinken, dann ist es leichter. Das ist mein Antrieb, das gefällt mir. Also habe ich in dem Supermarkt, habe ich gesagt, was brauchst du als Wichtigstes? Also Magnesium, Calcium kennt jeder. Aber jetzt geht's los. Und das ist der springende Punkt. Jetzt ganz einfach verständlich, Kalium. Du hast einen Tagesbedarf roundabout 4000 Milligramm. Und dann schau mal bitte, möge jeder der Zuschauer in seinen Supermarkt gehen und schauen, wie viel Kalium ist drin. Weil Kalium ist das wichtigste intrazelluläre Mineral, 4000. Wenn du zu viel hast, ist gefährlich. Aber aus dem Wasser kriegst du vielleicht
2 bis 5 Milligramm. 4000 brauchst du. Und Kalium als Reizweiterleitung in der Zelle ist unersetzlich. Ja, wo finde ich jetzt Kalium? In Avocado, in Brokkoli, in der Kartoffel. Banane. Banane. Und das habe ich da alles drin. Ich bin quer durch den Supermarkt. Alles, was ich in Schliers im Supermarkt gefunden habe, habe ich aufgeschrieben. Haben wir es hier wirklich extrahiert. Habe die Quelle Vitamine Express, kann ich sagen, habe ich das abgeschrieben und einfach gesehen, weil durch diese Quartos Mineralien habe ich da einfach mal lange Zeit gehabt und der weist es halt nach. Und Quartan, also Beispiel, ich mache jetzt keine Werbung für Quartan, weil ich nehme es schon lange nicht mehr, weil ich ja viel experimentiere. Der hat halt dafür gesagt, dass Frauen schwanger wurden. Und ich habe eine gute Bekannte, die war jetzt 38 und da ist die Bio-Uhr hat schon getickt. Dann habe ich gesagt, Mädel, nimm einfach das in der Früh und abends einfach dieses Salzwasser mehr oder weniger. Mhm. Und ich war in der Fabrik und habe mir das genau angeschaut, diese Verfahren, wie sie es machen. Ja, mei, jetzt hat es 3 Jahre ist der Bub alt. Das sind so schöne Geschichten. Ist mir nur zufällig gekommen. Also Mineralien sind so wichtig, so unfassbar wichtig. Aber ganz ehrlich, Rolf, was sind Mineralien? Mineralien ist Wasser mit Sonnenenergie. Und was uns antreibt, ist die Sonne und das Wasser. Das treibt uns an. Das Herz, das schafft's nicht. Das Herz ist, wenn wir glauben, das Herz würde uns antreiben und die 7000 Liter durchpumpen, geht ja nicht. Ist ausgeschlossen. Your heart is not a pump. Da gibt's den Dr. Cohen, der ist schön nachgewiesen. Also wir brauchen Wasser, Mineralien und dann haben wir die Energie. Aber wir brauchen die Spurenelemente, Enzyme, Aminosäuren und die haben biologisch in der Zelle diese Vorgänge, weil in der Sekunde 10 Millionen Zellen sterben, bis zu 50 Millionen sterben und kommen wieder. Nervenzelle, Nierenzelle, Herzzelle, alle sind verschieden. Da geht's wieder um Informationen. Also was wir brauchen, wissen wir selber, Sonne, Wasser und diese wunderbaren Mineralien, die unser biologisches Leben seit Jahrtausenden, ich meine, der Mensch, 45.000 Jahre gibt's den Menschen in der sogenannten Neuzeit. 45.000 Jahre. Und davon hat der Mensch 44.900 Jahre gehungert. 44.000 Jahre, 900, jetzt mal roundabout, erst seit 100 Jahren hungern wir nicht mehr. Also vor dem Ersten Weltkrieg war es schon ziemlich zäh, da gab es noch keinen Kühlschrank, den gibt es erst 100 Jahre. Und jetzt haben wir zum Beispiel, die wertvollsten Mineralien waren ja die Wildkräuter. Die Wildkräuter haben die Tiere gefressen. Und die Tiere haben das vorverdaut und da war das Wertvollste, was es gibt, bei Menschen war Fleisch. Aber den gab es halt nur einmal im Monat. Und dann hat der Organismus gesagt, oh, das ist ganz wertvoll, weil es sind vorverdaute Wild- und Heilkräuter. Und dann hat man das Tier natürlich mit der großen Feier gegessen, aber jetzt haben wir natürlich jeden Tag. Und das sammelt sich an den Arterien nicht an, nicht an den Venen. Darum heißt es ja Arteriosklerose und nicht Venensklerose. Ja, genau. Da fließt es ja zurück. Also das sind so Zusammenhänge. Aber da sieht man mal, wie wertvoll die Mineralien waren. Und ich habe natürlich wahnsinnig viel vegetarische Freunde auch und auch Veganer und so. Und das, wie gesagt, ich bin halt, also früher habe ich ja jeden Tag Fleisch gegessen und Wurst, aber jetzt ist es nicht mehr so, jetzt mache ich schon immer wieder mal Pause, aber natürlich so ein richtig gutes Fleisch, muss ich sagen, aber es macht wie immer die Dosis das Gift. Ja, und der genau. Mensch, die menschliche Genetik ist so, dass du hungerst und darum ist auch Fasten ganz gut oder dieses wenigstens Intervallfasten, 16 Stunden muss jeder hinkriegen. Ja. Also mit so viel Disziplin muss schon sein, das hilft uns ja schon. Und darum ist fleischlose Ernährung in meinen Augen nicht so gut, aber weil diese Mineralien, die schon vorverdaut sind von einem guten biologischen Schweindel, egal, das aber noch frei läuft
Und ich muss sagen dazu, mein Bruder, der hat als erster den Bayerischen Nutztierwohlfühlpreis bekommen. Es ist ja so, weil ich immer sage, wir kommen aus der Landwirtschaft und man kann ja natürlich auch Ställe bauen, wo die Tiere freilaufen drin, mit Stroh, mit allem. Und wo es richtig kalt ist, zapfig im Winter, weil einfach die Biologie der Stiere und Tiere auch danach ist, die brauchen es nicht so, die werden ja alle krank, wenn es so warm ist. Also Natur, und Natur gibt uns halt einfach Obst, Gemüse, Salat und saisonal. Der schöne Witz von dem Philipp Weber, Kabarettisten, war: Ach, ich bin für regional und saisonal. Ich weiß bloß nicht, wann die Litschis bei uns geerntet werden. Ja, genau, das zeigt also, die Globalisierung oder die Kinder, die wissen nicht, woher die Milch kommt. Die kommt aus dem Supermarkt. Also, und was das Schlimmste ist, Erdbeeren im Januar, Herkunft Peru, irgendwelche Dinge. Und wenn du schaust, wie lange jetzt eine Erdbeere hält, 3 Tage, dann fängt es zum Schimmeln an. Und dann kaufst du im Januar Erdbeeren, wo du sagst, ja, da, also ehrlich, dann trinke ich lieber ein Weißbier, wo ich Hefe drin habe und von meiner Brauerei, wo ich nur selber hinfahren kann, wo ich weiß, das ist unfiltriert, das hält auch nicht lange, das ist für mich genauso leer. Aber irgendwelche Dinge aus Peru oder so, nichts gegen die Länder, aber das muss ja halten. Schauen wir die Tulpen an, die aus Kenia kommen, die werden alle mit Handschuhen. Und jetzt war ich da auch auf dem Jakobsweg, habe ich leider auch gesehen, wie ein Dame oder Herr, ich konnte es nicht identifizieren, im Ganzkörperanzug, so wie schlimmste Corona, sind die da und besprühen ihre Weintrauben. Wo ich mir denke, Madonna, das kann doch nicht sein. Aha. Und das ist einfach schade. Drum einfach regional schauen, wo kriege ich es her, und Bewegung oder wie ich gemacht habe, schwitzen. Und drum ist ein entmineralisiertes Wasser. Und das ist der letzte, wo ich sage, mein Leben lang waren das Problem Rückenschmerzen. Lauretana weist 60.000 Ohm Widerstand aus. Und je höher mineralisiert, umso weniger ist der Widerstand. Wegen der Ionen. Und mein Problem waren die Rückenschmerzen, immer. Ja. Und die Bandscheibe hat halt, der Zwischenkörper hat 85% Wasser. Und wenn ich Wasser habe mit 60.000 Ohm, das kann ich nicht zusammendrücken, weil hier läuft ja der Nervenkanal entlang. Aber ein Wasser ohne diese hochmineralisiert, und bei den Heilwässern, auch da steht drin, da stehen immer Warnhinweise drin, die hochmineralisiert sind, da stehen immer Warnhinweise drinnen, dass du nur nach Rücksprache mit dem Arzt das machen solltest und nicht bei Herz-Kreislauf, Niereninsuffizienzen, nur nach Rücksprache mit dem Arzt. Darum sage ich, die Reinheit der Natur, Schäfchenwolkenwasser und die Gottesgabe, nämlich Obst, Zwetschgen, Birnen, vom Nachbarn, nicht gesprüht, da fühlst du dich doch anders. Jetzt sei mir nicht böse, du isst eine Zwetschge oder ein Zwetschgentatschi oder frische Zwetschge, wo runterfällt schon, dann sagst du, ach, schmeckt das gut. Und sofort merkst du, hey, Energie. Und nicht aus zerriebenen Steinen, sorry. Eben, da möchte ich noch kurz nachhaken. Der Unterschied, also zwischen der Ernährung mit praktisch mineralienfreiem Wasser und Ergänzungsmitteln und natürlich natürlichen Mitteln, Smoothie, wie du sie lokal findest, gegenüber mineralisiertem Wasser. Es ist ja beides Mineralien. Ich möchte das nochmal ganz zerriebene klar, Steine. Das möchte ich genau nochmals herausstellen. Ja. Zerriebene Steine oder was durch die Steine gelaufen ist, das Wasser, hat einen anderen Effekt als gezielt, was ich über Nahrungsergänzungsmitteln oder eben lokale Ernährung zur gegebenen Jahreszeit zu mir nehme. Gib am Hund irgendein Mineralwasser, ein hochgelobtes aus dem Radio, der wird lieber sterben, der geht in die Pfütze. Und dann sagt man ja, also auch zum Beispiel Sand, Silizium ist ja auch ein wunderbares Mittel, aber halt, ich muss wissen, was drin ist und mich nicht auf irgendein Etikett verlassen, wo ich weiß, daneben im Zweiten Weltkrieg trauen sich 15 Kilometer trauen sich die Leute nicht einmal hingehen, weil alles noch voller Bomben und Altlasten ist, aber 15 Meter davon wird das wertvolle Mineralwasser tiefen gezapft. Da bin ich halt sehr skeptisch. Also nochmal, zerriebene Steinchen und Salze, Ionen hin und her, aber die Natur gibt's da, die Kraft der Sonne, die Biophotonen, das ist ja alles messbar heutzutage. Und du weißt das selber, was eine gute Zwetschge, ein herzhafte dabei ist zu rennen und sagt, give me more. Der Körper will es ja, er sagt es ja auch. Mhm. Und so hat er bei mir, wo ich wirklich viel geschwitzt habe, jeden Tag gesagt, ah, Salat als Vorspeise, wunderbar. So.
Also, das haben wir jetzt klar herausgeschält, diese Unterschiede. Noch ganz kurz zum möglichst mineralienfreien Wasser. Woher bekomme ich denn das? Oder muss ich das noch irgendwie nachbehandeln, dass es dann effektiv in diesem Zustand ist, wie es mir am besten geht? Also das beste Mineralwasser ist Wasser ohne Mineralien und das Mineralwasser aus dem Smoothie. Du kannst natürlich auch ein dampfdestilliertes Wasser, Zitrone dazu träufeln, aber du brauchst immer die Mineralien, du brauchst die Vielfalt, die Breite. Da gibt es ja verschiedene Vitamine, es gibt Multivitamin, da gibt es ein reiches Angebot. Aber Mineralwasser ist das wichtigste Lebensmittel. Wasser und Mineralien kombiniert im Körper, kommt es ja zusammen. Und das Wasser aus diesen Früchten ist ja 98% wieder Wasser, aber mit der Kraft der Sonne. Weil ohne Sonne würden wir sterben. Du würdest jetzt sterben in dem Moment, wo ich dich in eine Thermoskanne reintue und du hast kein Licht mehr. Weil das Licht ist das Infrarotlicht, das Wichtige. Und nicht das, was wir jetzt so draußen sehen. Infrarot ist immer überall und wir brauchen, jetzt sage ich mal, diese Lichtnahrung in Form der Mineralien, das ist elementar und das gibt dir die Kraft und Energie. Wenn du das nicht machst, probier es aus, 2-3 Tage ohne Wasser, mit ganz schwacher Mineralisierung, nicht mit Fastfood, mit Füllstoffen. Da gibt es Bericht in der ARD, glaube ich, wo der eine oder RTL war es, 4 Wochen lang nur MC Donalds gegessen hat, der hat bleibende Schäden. Und das sind keine Lebensmittel, die müssen ja, Leben heißt Leben und Leben heißt auch wachsen, werden und vergehen. Also eine Erdbeere nach 4 Tagen vergeht mir die, da beginnt es durch freie Radikale, es vergeht. Aber Lebensmittel heißt, das ist ein Geschenk des Himmels, aber nicht Füllstoffe, die unendlich lang halten, so wie wir es heute auch präsentiert bekommen. Genau. Also darum sind Mineralien und Wasser, das ist der Schlüssel in Kombination. Man kann es, Entschuldigung, wieder messen, noch letzter Ding. Ich habe natürlich Tomaten aufgeschnitten, habe da den Redoxwert gemessen, ist es reduzierend oder oxidierend? Und da habe ich halt bei den konventionellen Tomaten andere Werte gefunden als bei den biologischen. Da hatten die einen Redoxwert, das heißt, sie haben dir freie Elektronen gegeben. Warum haben wir denn das? Weil wir brauchen Energie, wir brauchen Elektronen, wir brauchen Strom, wir brauchen ein Ladungsgefälle. Und das habe ich halt mit dieser Ernährung in Form von Obst, Gemüse, Säften, Smoothie, oder es gibt ja einen Safter für 500 Euro, es ist eine Lebensanschaffung, aber das ist Energie pur, merkst, garantiert. So, jetzt reicht's wieder. Ja. Wo können wir das noch weiter vertiefen? Das ist ja auch wieder ein endloses Thema. Die Mineralienreport, sind Mineralien im Wasser sinnvoll? Das haben wir geschrieben, meine Partnerin und ich, und es ist wirklich nach 2 Jahren diese Neuauflage. Es kommt bei der dritte auch wieder, aber das ist wirklich ein Lebenswerk. Da geht es um Mineralwasser, Heilwasser, warum das Ganze ist und vor allem die Empfehlung, wo ist was drinnen? Was ist in der Kartoffel, in der Brokkoli, was ich im Supermarkt täglich brauche? Wie viel habe ich da das Kalium drin? Wie viel Calcium? Weil Tod durch Calcium ist ein Buch mit 80 Seiten Quellennachweisen. Und der Kalk im Trinkwasser ist oft Löschkalk, damit es nicht korrosiv ist. Aber meine Leitungen sollen korrosiv sein, weil ich brauche einen Stoffwechsel, dass auch wieder rausgeht. Oh, genau. Das ist der Sinn und Zweck von Wasser. Also einfach bei uns nachschauen, mrwater.eu und dann sagst du Heu. Schön, also das ist ja, so wie das tönt, so ein richtiger Leitfaden, wie man seine Ernährung aufbauen kann. Das sind gnadenlos Quellen drin, also es sind keine Vermutungen, das ist alles mit PubMed, alles hinterlegt, weil zum Teil ist echt starker Tobak drin, aber es sind alles wissenschaftlich anerkannte Quellen. Super. Herzlichen Dank, okay. Erich, für diese Informationen. Gerne. Schön, dass du hier warst. Danke. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen mit dieser Sendung einen kleinen Kick geben, Ihre Ernährung, vor allem die flüssige Ernährung, zu überdenken und sich vielleicht da einen Ruck zu geben und sich mal intensiver mit den Qualitäten der verschiedenen Mineralwasser, der mineralienfreien Wasser, mit Früchten, mit Sonnenlicht, überhaupt mit den lebensförderlichen Aspekten etwas genauer zu beschäftigen. Weitere Informationen und Kontaktangaben zu unseren Gästen finden Sie auf unserer Homepage. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und schauen Sie bald wieder bei uns rein. Bis dann, ich wünsche Ihnen alles Gute.